Elmar Podgorschek, FPÖ, ist der nächste Redner. Jarolim, ich gebe Ihnen vollkommen recht, dass die ganzen Vorgänge bei der Hypoalpe Adria untersucht werden müssen und dass die wahren Ursachen der Krise bzw. des Dilemmas der Hypoalpe Adria an sich gebracht werden müssen. Weil für mich ist nach wie vor nicht klar, warum die Hypoalpe Adria notverstaatlicht werden hat müssen, beziehungsweise wie dieser ganze Vorgang vor sich gelaufen ist und wie das Ganze entstanden ist. Darum verstehe ich nicht, warum Sie immer die Anträge auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses über die Vorgänge der Hypoalpe Adria dann ablehnen. Und wir werden das nächste Mal wieder einen Antrag einbringen, weil so lange, bis entweder mal Licht ans Ende des Tunnels kommt und bis wir endlich mal wissen, was wirklich geschehen ist. Ich will aber jetzt nicht eine Detaildiskussion über die Hypoalpe Adria führen, aber sie ist natürlich ein Bestandteil auch dieser Problematik, die wir heute diskutieren, weil der ganze Bankensektor letzten Endes einen wesentlichen Bestandteil für den kommenden Budgetpfad haben wird. Wir haben nämlich nicht nur die Hypo, sondern wir haben auch die Kommunalkredite und die ÖFAG, der durchaus auch noch nicht ganz bereinigt ist. Und da wird was auf uns zukommen. Und daher ist es auch durchaus berechtigt, wenn man einen Untersuchungsausschuss einsetzt und darüber diskutiert, wie in Zukunft der Budgetrahmen aussehen wird. Was wir immer wieder nur feststellen und was ich fast schon mittlerweile belustigend finde, ist, dass es so dargestellt wird, als würde die Opposition dieses Budgetloch auf einmal herbeigeredet haben. Dieses Budgetloch ist nicht durch uns entstanden. Ich habe es bei meiner vorherigen Wortmeldung schon ausgeführt. Das ist eine koalitionsinterne Geschichte. Vielleicht ist es auch eine ÖVP-interne Intrige. Ich weiß es nicht. Aber ich habe da wirklich jetzt von beginnend 6. November bis endend 14. November Zeitungsartikel Unmenge, wie sich das Ganze so entwickelt hat, aufgeschaukelt hat, wo ich mir denke, hat es koalitionstaktische Gründe, will man den Koalitionspartner ein bisschen unter Druck setzen dadurch, weil bei allen diesen Artikeln kommt zum Beispiel die Opposition überhaupt nicht vor, die kommt fast überhaupt nicht vor. Erst dann schon langsam, wie wir festgestellt haben, hallo, da passiert ja was, da müssen wir auch unsere Meinung dazu abgeben, dann wird am Rande die Opposition erwähnt. Sonst agieren immer nur die Landeshauptleute. Ich meine, ich habe heute schon gesagt, Status quo bei Finanzen wird keine schöne Zahl, Büringer, dann haben wir Oberösterreichische Nachrichten von wieder Büringer zitiert, die drei Problemzonen sind bekannt, Pensionsalter, Banken und Konjunkturentwicklung. Nein, das wissen wir ja eh. Dann Presse, Milliardenloch gefährdet die Neuauflage von Rot-Schwarz. Also es wird kein einziges Mal Opposition zitiert, interessanterweise. Dann Finanzplanung mit einigen Unbekannten, Neues Volksblatt, ÖVP, Zentralorgan Oberösterreich. Ja, alles lese ich. Natürlich, man muss ja wissen, was der Mitbewerber schreibt. Dann Österreich, natürlich ein bisschen noch dramatischer, weil wir wissen, Land versinkt im Budgetloch. Nicht einmal wir als Oppositionspartei würden uns das jetzt behaupten. Ne? Dann Budgetloch, hat die Regierung schlechte Vorhersagen ignoriert, Fragezeichen, Oberösterreichische Nachrichten. Dann die Situation ist sehr ernst. Und dann interessanterweise ein Nachsatz oder Nebensatz, Geheimverhandlungen mit FPÖ, Fragezeichen. Gerüchte, wonach die ÖVP angesichts der schwierigen Koalitionsverhandlungen mit der SPÖ parallel geheime Verhandlungen mit SPÖ und NEOS über eine mögliche Zusammenarbeit vorbereitet, gehören ins Reich der Märchen, sagt Büringer etc. Also das heißt, dann wird auf einmal die Karte FPÖ, NEOS oder vielleicht Stronach gespielt. Ich glaube, das Ganze ist nur ein Theater im internen Koalitionspoker. Wobei doch ganz interessant ist, wieder Profil hat auch wieder tolle Zitate gebracht. Meine Herr Kollege Mitterlehner, 10. Juli, es gibt konjunkturellen Rückenwind. Wir werden uns im Herbst gut entwickeln. Ja, werden wir sehen, was dann letztendlich rauskommt.
dann entwickelt sich es weiter. Frühpensionisten sollen bei Sanierung des Budgets mitzahlen. Also jetzt geht es dann schon ins Eingemachte. Jetzt müssen wir schon daran denken, wie wir die Pensionisten darauf vorbereiten, dass sie letzten Endes auch mitzahlen sollen. Lange Rede, kurzer Sinn, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist sicherlich angebracht, dass man darüber nachdenkt, wie man diese ganzen Vorgänge aufbereitet. Und selbstverständlich werden wir auch in Einsetzung eines Untersuchungsausschusses mitstimmen. Elmar Podgorschek von der FPÖ befürwortet also die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur Untersuchung der Budget-Causa.